Ja, hallo Leute, heute mal ein paar Tipps zum Schlagzeug-Solo selber spielen, also für euch. Eine einfache Methode meiner Meinung nach wäre, wenn man ein paar Basispattern mit einer Viertel-Bass-Drum begleitet. Wie zum Beispiel in meinem Schlagzeug-Solo Elephant und weitere Basispattern, die ihr dann nachher selber mit einer Viertel-Bass-Drum kombinieren könnt, wären zum Beispiel Turtle oder Drum-Solo for Beginners, Bambino. Ne? Dann könnt ihr mal in das Video reinschauen. Unabhängigkeit zwischen Händen und Füßen, besser gesagt Koordination zwischen Händen und Füßen. Da habt ihr am Schluss auch noch Anwendungsbeispiele, PDF, frei verfügbar. Dann für Fortgeschrittene die Koordinationsidee. Dann, wenn es mehr darum geht, zum Beispiel so in so einer Bandgeschichte das Ganze so rüberzubringen, also damit meine ich, ihr habt einen Song, den ihr mit eurer Band spielt, Strophe, Refrain und dann nach dem dritten Mal Strophe erwartet man einen Refrain und kommt dann aber nicht und dann spielt ihr da ein Schlagzeugsolo und interpretiert vielleicht so ein wenig die Hookline vom Gesang bzw. von der Gitarre, was auch immer. Da ist es vielleicht interessant, sich nochmal das Video von mir anzuschauen, Rhythmusgeschichten interpretieren, ja? Das mit diesem Fußball-Fan-Rhythmus, ja? Das ist ein gutes Beispiel. Und da habt ihr auch noch weitere Ideen, wie man was ausschmücken kann. Ne, also es muss nicht immer unbedingt mit einer Viertel-Bass-Drum, aber ich denke mal für den einen oder anderen, der das jetzt so das erste Mal versucht und sich ein bisschen sicherer fühlen möchte dabei, es ist natürlich ganz gut, ein einfaches Pattern, das durchläuft. Eine andere Möglichkeit wäre, ihr spielt das zu so einem Vamp, also damit meine ich so ein Bass-Pattern zum Beispiel, das immer durchläuft, wie zum Beispiel in meinem letzten Schlagzeug-Solo-Video, da hört man ja die ganze Zeit immer so einen Bass durchlaufen, den ich dazu gespielt habe, ja. Und ist natürlich auch interessant, das kann man natürlich auch live mit Bandkollegen machen, was weiß ich, einer spielt Gitarre, lässt da irgendwie die Achtel durchlaufen, so abgedämpft oder keine Ahnung. Gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten ohne Ende. Ist natürlich auch immer alles ein bisschen Geschmackssache. Einer mag lieber komplexere Sachen, einer mag wilde, höher, schneller, weiter Drum-Solos oder der andere sagt, nö, nicht so ein Schnick und Schnack und Geschwindigkeit rauf und runter beziehungsweise Timing unabhängig ist mir zu abgespaced. Ich möchte klar definierte Sachen hören, ja. Also einen fetten Schlagzeug-Beat, Solo, also wirklich alleine, nichts anderes dabei und der dann einfach durchrockt, ja. Ja, das wären auf jeden Fall schon mal so ein paar Tipps zum selber ausprobieren für euch und ich hoffe, ich konnte euch damit weiterhelfen. Drums, Percussion, Lernen und mehr mit Happy Drums. Ciao!